Hallo, ist Philipp Haas von InvestorSearch TV. In diesem Video geht es um eine gründergeführte defensive Aktie, die relativ unabhängig vom Konjunkturzyklus ist, dazu auch nicht zu teuer und auch ein paar starke Marken hat. Und es gibt auch sonst nicht so viele Vergleichsfirmen in Deutschland, die an der Börse sind. Aktie ist, glaube ich, trotzdem nicht so bekannt, auch wenn, denke ich, einige schon Produkte davon genutzt haben. Es ist die Dermapharm Holding. Man könnte so ein bisschen sagen, das ist die neue Stada, weil Stada wurde ja übernommen von Private Equity. Und was machen die? Vor allem Marken-Pharma-Produkte. Also nicht irgendwelche Hightech-Sachen, sondern typische Sachen, die man vielleicht bei Erkältungen, die keinen Patentschutz haben, aber auch müssen nicht nur medizinische Sachen sein, also irgendwelche Pillen, sondern zum Beispiel auch dieser Bite-Away-Stick gehört zu denen. Also es ist auch ein bisschen so ein Roll-Up, dass sie halt kleine Pharma- oder Gesundheitsfirmen kaufen mit einem guten Produkt und es dann über ihre Vertriebsorganisation internationalisieren oder noch größer machen. Dazu ist die Firma nicht mehr 100% Gründer geführt, aber der Wilhelm Bayer ist der Chef im Aufsichtsrat und ist immer noch der größte Aktionär. Und auch spannend, er hat zuletzt zugekauft und nicht nur irgendwie Alibi-mäßig, sondern 400.000 Aktien. Ja, das sind so 15 Millionen Euro. Das ist für ihn auch jetzt nicht Peanuts, auch wenn er Milliardär ist, dank der Gründung, hat sich auch eine riesen Yacht gegönnt, die er aber nach 2 Jahren wieder verkauft hat und vielleicht hat jetzt die Aktien davon gekauft. Dermapharm selber sehen wir hier, ist fürs nächste Jahr mit einem 17er KGV auch jetzt nicht mega teuer. Allerdings haben sie ein bisschen Schulden, weil sie halt auch immer wieder zukaufen und dadurch halt das organische Wachstum von 3-5% nochmal größer machen. Aktie ist auch bekannt geworden, weil sie den BioNTech-Impfstoff produziert haben. Das war natürlich eine Sonderkonjunktur, was jetzt weggebrochen ist. Das sieht dann immer nicht so schön aus im Ergebnis und belastet dann auch den Chart. Aber wir sehen hier eine gewisse Bodenbildung und Aktie stand schon mal deutlich höher und ist per se ja eigentlich ein solides Wachstumsgeschäft, wo man auch bei einer möglichen Rezession gut schlafen kann, weil sie haben viele kleine Marken von der Seite sehr defensiv. Neben diesem Markenproduktgeschäft gibt es, wie gesagt, noch andere Gesundheitsprodukte. Sie haben zum Beispiel letzte große Zukauf vor Arco Pharma. Das sind so Zusatzstoffe, also was machen sie auch. Und sie haben noch ein Parallelimport-Business, wahrscheinlich das uninteressanteste ist, sind sogar die Nummer 5, wo man halt Preisdifferenzen in verschiedenen europäischen Ländern ausgleicht. Aber ist auch ein solides Geschäft, so zur Beimischung. Und wenn sie halt eine Vertriebsorganisation haben, dann macht es Sinn, das halt zusätzlich zu eigenen Produkten zu kaufen. Wir sehen hier auch ein ordentliches Wachstum von 17%, wovon aber halt mehr als die Hälfte durch Zukäufe kommt. Aber gerade in Skandinavien gibt es ja auch wirklich sehr, sehr erfolgreiche Geschichten. Und der Erfolg gibt ja Wilhelm Bayer da ja recht, dass er da gut zukaufen kann. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant, weil gerade so kleine Pharmaprodukte, ja, dafür interessieren sich die Multinationals nicht. Für ein Private Equity ist es oft auch nicht so spannend. Und da gibt es dann nicht so viele Käufer, die sowas kaufen. Kann man relativ günstig kaufen. Und sie können halt das Produkt dann nochmal besser machen, indem sie das halt, wie gesagt, halt internationalisieren und mit ein paar Shared Services etc. Aber per se ist der Markt jetzt nicht der Riesen-Maximumsmarkt. Ne? Wisst ihr selber, man wird jetzt nicht mehr groß erkältet. Hier ist nochmal aber die Marktpositionierung, die ich halt für den Gesundheitssektor ganz spannend finde, weil es halt nicht irgendwie das Risiko ist, von irgendeiner Zusage oder Nichtzusage vom Medikament abzuhängen, wie irgendwie Novartis oder Sanofi, wo immer mehr Patentabläufe drohen. Und man ist halt nicht diesen Preiswettbewerb ausgesetzt, wie Teva oder Sandoz. Stada hat ja auch ein Markenportfolio, aber machen halt auch viel Generika. Und sie haben halt wirklich eigene Marken, hier Vitamine, Hautprodukte, aber auch Gynäkologie und Urologie und Schmerzmittel. Ja, also vielleicht kennt der ein oder andere hier diese Sachen. Und das ist halt ein solides Produktportfolio, was man versteht, was nicht Hightech ist, was aber jetzt auch nicht super viel Konkurrenz bekommt, weil jede dieser kleinen Produkte machen jetzt auch nicht so mega viel Umsatz. Aber wächst halt ein bisschen solide, ein bisschen mehr als Inflation und hat natürlich einen guten Schutz. Ja, und sie sind in diesen Bereichen, gerade bei Schmerz
und Herzkrankheit noch die Nummer 1 und auch insgesamt nicht vom Umsatz, aber von den verkauften Produkten die Nummer 7 in Deutschland. Also gerne kommentieren, wenn ihr da Produkte von kennt. Ich bin jetzt nicht so der super Medikamentenutzer, aber viele Sachen kommen mir doch sehr bekannt vor. Hier sehen wir die Nummer 7, also das ist nicht so die kleine Firma von der Anzahl der Produkten. Sie entwickeln auch eigene Sachen neben Zukäufen, also das machen sie auch nicht schlecht. Also das ist so eine Mischung und haben, wie gesagt, halt auch eine eigene Produktion, die dann für den Impfstoff genutzt worden ist, wozu sie halt jetzt weiter zukaufen. Ja, zum Beispiel auch international Accopharma in Frankreich, so ein bisschen diesen Naturmedizintrend und Euromed in Spanien, meines Wissens. Gerade auch das Thema Nahrungsergänzungsmittel ist ja auch ein großes Thema. Und aber hier haben sie halt auch eigene Produktion. Also es sind nicht irgendwelche Marketing-Sachen, die irgendwas in China oder irgendwelchen Produzenten einkaufen und Marke drüber hängen, sondern schon immer auch vertikal integriert. Abizernell in Schweden. Also das ist, wenn man das gut macht, zu günstigen Preisen, ist es schon eine sehr, sehr erfolgreiche Strategie. Hier noch das Axico-Parallel-Importgeschäft, was wichtig ist, aber, sag ich mal, jetzt nicht so der Game-Changer ist. Durch diese Zukäufe haben sie allerdings Schulden, dann würden sie aber halt auch profitieren, wenn die Zinsen fallen würden. Hier sind die verschiedenen Produkte aus Frankreich, die wird man wahrscheinlich nicht kennen, aber ihr seht, das sind alles so Produkte, da ändert sich nicht so viel nach oben, nach unten und ist halt so eine defensive Aktie. Im Niedrigzinsumfeld wird sowas hoch bewertet, aktuell ein bisschen niedriger. Aber ich, wenn wir so vom Fazit das durchgehen, ich glaube halt ein faires KGV von 19 würde ich hier definitiv zahlen. Wenn die Zinsen nochmal deutlich niedriger wären, vielleicht auch ein Tick mehr. Da es, wie gesagt, sehr defensiv ist, Halbgründe geführt, das ist immer wichtig. Also jemand, der sowas aufgebaut hat, weiß schon, wie es geht. Und ja, sehr konjunkturunabhängig, weil vielleicht in 24 ist die Story, Inflation ist weg, aber dafür kommt Rezession und dann sind dann auch vielleicht solche Aktien wieder mehr gefragt. Und auch dieser Corona-Effekt oder der BioNTech-Effekt ist dann auch raus. Das hat halt die Vergleichszahlen belastet. Und auch so kommen wir halt auch nach einem fairen KGV zum Aufwärtspotenzial mit dem organischen Wachstum von so 10-12%. Wie gesagt, eine solide Rendite, das ist wahrscheinlich kein Verdoppler, auch wenn es schon mal doppelt so hoch war. Aber eine Aktie, glaube ich, die zur Beimischung Sinn machen kann als Stabilitätsanker in einem Portfolio. Und wenn der Gründer Ende November zuletzt wirklich im großen Stil gekauft hat, ist es ja auch nicht das schlechteste Zeichen. Kennt ihr die Aktie oder Produkte davon? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Und natürlich nochmal der Hinweis, ich bin indirekt in Dermapharm über ein Wikifolio investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben und das ist natürlich keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Wenn das Video gefallen hat, natürlich gerne liken und dem Kanal beitreten. Ciao, bis zum nächsten Mal.